Meine Damen und Herren, willkommen zur ersten Lektion unserer Telekolleg-Reihe Europa 92. Europa ist gemessen am geografischen Umfang mit seinen 10,1 Millionen Quadratkilometern der zweitkleinste Erdteil. Allerdings gemessen an der Zahl der Einwohner ist Europa der zweitgrößte Erdteil. 645 Millionen Menschen bewohnen diese reich gegliederte westliche Halbinsel des riesigen Festlandes Asien. Gelegentlich spricht man hier auch von Eurasien, weil Europa eigentlich nur ein Anhängsel dieses Festlandes zu sein scheint. Europa ist aber auch der Kontinent der Nationalstaaten, der unterschiedlichen Kulturen, der reichen Geschichte und der Kontinent der hohen Zivilisation, der vielen Sprachen. Zurzeit ist es aber auch der Kontinent, in dem Zollschranken und Handelshemmnisse abgebaut werden, in dem revolutionäre politische Veränderungen stattfinden, die für Europa und die ganze Welt neue, erregende Zukunftsaussichten eröffnen. Die Geschichte Europas ist eine gemeinsame Geschichte seiner Völker. Daran ändert auch die Vielfalt seiner Sprachen nichts. Gemeinsam steht Europa in der Antike und im Christentum. Gemeinsam hat man gotische und romanische Kathedralen gebaut. Zu Europa gehören auch die Kulturbauten des alten Griechenlands und die Schlösser und Paläste feudaler Herrscher. 12 dieser insgesamt 30 europäischen Staaten mit über 300 Millionen Einwohnern arbeiten seit über 30 Jahren daran, eine politische und wirtschaftliche Union mit dem Ziel der Vereinigten Staaten von Europa zu schaffen. Dieser Weg der Gemeinsamkeit bringt aber auch eine Fülle von Hindernissen und Ärgernissen mit sich, die zum Teil skurril anmuten angesichts weltweiter Probleme. Die Deutschen klagen, wir müssen zahlen für Italiener, Engländer und Brüsseler Bürokraten. Europa produziert Weinseen, Milchseen und Butterberge. Europa zahlt nicht nur für die Produktion von Gütern, sondern mittlerweile auch dafür, dass nichts produziert wird. Die einen kämpfen aus egoistischen Wettbewerbsvorteilen für das deutsche Reinheitsgebot, die anderen aus denselben Gründen für die italienischen Normen der Nudelherstellung. Freizügigkeit der Menschen in der EG ist eine Seite der EG. Der soziale Zusammenhalt und das friedliche Zusammenleben machen die andere Seite aus. Bis zu den Vereinigten Staaten von Europa ist es noch ein weiter, aber lohnender Weg. In dieser und den folgenden 5 Sendungen werden wir uns mit den unterschiedlichen Aspekten der europäischen Gemeinschaft auseinandersetzen. Und die ersten Bilder deuten bereits die Vielfalt und Vielgestaltigkeit der historischen, kulturellen, wirtschaftlichen, politischen und sozialen Dimensionen an. Die Lektion 1 beschäftigt sich vorrangig mit der historischen Entwicklung. Lektion 2 über den EG-Binnenmarkt setzt sich mit den politischen und ökonomischen Grundlagen der europäischen Gemeinschaft auseinander. Die dritte Lektion beschäftigt sich mit den sozialen Aspekten der europäischen Gemeinschaft und den Konsequenzen für den Arbeitsmarkt und das Ausbildungssystem. Der Verbraucher steht im Mittelpunkt der Lektion 4. Lektion 5 zeigt Europa als einen Lebensraum mit seinen strukturellen Unterschieden, seinem kulturellen Reichtum und seiner bedrohten Umwelt. Europa ist aber auch in weltwirtschaftliche Zusammenhänge eingebunden und es ist größer als die 12 EG-Staaten. Hiermit setzt sich die 6. Lektion Europa und die Welt auseinander. Und nun die Schwerpunkte dieser ersten Lektion. Da haben wir zunächst erstens die wichtigsten Schritte der historischen Entwicklung der europäischen Gemeinschaft. Zweitens wichtige Motive der europäischen Einigung. Drittens die wirtschaftlichen und politischen Zielsetzungen der europäischen Gemeinschaft. Viertens wichtige Organe und Entscheidungsprozesse der europäischen Gemeinschaft. Und fünftens schließlich die Idee Europa. Woher kommt sie? Europa ist keine Idee von 50 Jahren, sondern eine Idee, die eine fast tausendjährige Geschichte hat. Einige Historiker behaupten, die Idee Europas sei bereits mit der Gründung des Römischen Reiches durch Karl den Großen geboren. Seit es begeisterte Europäer gibt, behaupten Paderborner Bürger, die europäische Vernunft sei den Paderquellen unterhalb des Paderborner Domes entsprungen. Hier trafen sich im Jahre 799 Karl der Große und Papst Leo III. Und schlossen einen Pakt. Karl versprach dem Papst Hilfe gegen seine Widersacher,
Und der Papst unterstützte Karls Bemühen, Kaiser zu werden, das heißt Kaiser des Weströmischen Reiches deutscher Nation. Das Reich Karls des Großen wurde als Erneuerung des antiken Imperiums verstanden, in dem eine einzige Kultur, die christlich-abendländische, vorherrschend war. Zwar wird Karl der Große oft als der Vater Europas bezeichnet, aber dennoch konnte in jener Zeit von einem Europa im heutigen Sinne nicht die Rede sein. Rolf Helmut Förster führt in seiner Dokumentensammlung Europa, Geschichte einer politischen Idee dazu aus: Von Europa lässt sich erst sprechen, sobald sich die Staaten dieses Erdteils nicht mehr ausschließlich als Nachfolgegemeinschaft des Römischen Weltreichs oder als Glaubensgemeinschaft mit dem Auftrag der Weltmission empfinden und die kirchliche Komponente des europäischen Wesens nicht mehr die alleinige Substanz ausmacht. Dies geschah im Mittelalter, nachdem der Aufbau des Abendlandes vollendet war, hauptsächlich durch die Neubelebung der westlich-antiken Überlieferung. So viel zur Idee Europas. Aber woher kommt eigentlich der Name? Nach der alten griechischen Sage hat Zeus die historische Europa in Kleinasien am Strand gesehen, sich in einen Stier verwandelt und sie über das Meer nach Kreta entführt. Dort verwandelte er sich zurück in einen hübschen Jüngling und verheiratete sich mit Europa. Sie gebar ihm 3 Söhne. Diese Sage wurde später so gedeutet, dass die Bevölkerung von Europa ihren Ursprung in Asien hätte. Später wurde Europa als Bezeichnung für den gesamten Erdteil nördlich des Mittelmeers im Gegensatz zu Kleinasien gewählt. Die Europa auf dem Stier wird heute immer noch in Karikaturen verwendet, um europäische Probleme gewissermaßen auf die Hörner des Stiers zu spießen. Aus dem Geschichtsunterricht wissen wir, dass Europa sich im Laufe der Jahrhunderte immer mehr zu Nationalstaaten entwickelte. Das bedeutete auf der einen Seite eine vielfältige kulturelle Entwicklung und die Förderung solcher Ideale wie Unabhängigkeit, Freiheit. Andererseits ist Europas Geschichte aber auch immer eine Geschichte von Kriegen. Zusammengezählt sind es mehr Kriegs- als Friedensjahre. Daher waren die Versuche einer europäischen Einigung immer auch mit dem Wunsch nach Frieden verknüpft. So forderte der Franzose Pierre Dubois einen politischen Staatenbund unter der Führung der Kirche. Und der Engländer William Penn rief 1693 zur Bildung eines europäischen Reichstages, Parlaments oder Staatenhauses auf, um den Frieden in Europa zu sichern. Im 19. Jahrhundert forderten der Italiener Giuseppe Nazzini und der Franzose Victor Hugo ein vereinigtes Europa. Und nach den bitteren Erfahrungen des Ersten Weltkrieges forderte der österreichische Graf Kutenhofe-Kalergi die Schaffung der Vereinigten Staaten von Europa im Rahmen einer paneuropäischen Bewegung. Und die beiden Außenminister Aristide Briand aus Frankreich und Gustav Stresemann aus Deutschland schlugen vor dem Völkerbund in Genf im Jahre 1925 die Gründung einer Europäischen Union im Rahmen des Völkerbundes vor. Leider waren die Gedanken des Nationalismus und des Imperialismus stärker. Europa musste im Zweiten Weltkrieg noch einmal in Schutt und Asche gelegt werden und Millionen über Millionen von Menschen mussten sterben, ehe sich die Idee eines vereinigten Europas durchsetzen konnte. Zur Geschichte der Europäischen Gemeinschaft eine kurze Übersicht. 1946, der britische Premierminister Churchill hat eine sensationelle Idee. Er ruft die Völker zur Gründung der Vereinigten Staaten von Europa auf. Die Idee greift rasch um sich. Die Vergangenheit ist noch nahe genug, der politische Wille noch stark, aus den Katastrophen der Geschichte zu lernen. Es ist der 9. Mai 1950. Der französische Außenminister Robert Schuman gibt eine Erklärung ab. Die französische Regierung schlägt vor, die gesamte deutsch-französische Kohle- und Stahlproduktion einer hohen Behörde zu unterstellen, in einer Organisation, die den anderen Ländern Europas zum Beitritt offen steht. Der Schuman-Plan wird Wirklichkeit. 6 europäische Staaten, Frankreich, Italien, die Benelux-Länder und die Bundesrepublik Deutschland,
lassen untereinander alle Handelsbeschränkungen für Montanprodukte fallen. Eisen und Stahl hat in der Vergangenheit, in den vergangenen Jahrzehnten, in den vergangenen Jahrhunderten, beim Kampf der europäischen Völker gegeneinander eine verhängnisvolle Rolle gespielt, denn alle Waffen waren ja aus Eisen und Stahl. Jetzt soll Eisen und Stahl die europäischen Völker zu einer Gemeinsamkeit des Handelns und des Denkens zusammenführen. 5 Jahre später erreicht das eine neue Stufe. Am Montag um 18 Uhr sind auf dem römischen Kapitol in feierlicher Form die Verträge zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft unterzeichnet worden. Als einziger Regierungschef setzte Bundeskanzler Adenauer, der auch den Vorsitz hatte, seinen Namenszug unter die Verträge. In Artikel 2 zur Gründung der EWG heißt es: Aufgabe der Gemeinschaft ist es, durch die Errichtung eines gemeinsamen Marktes und die schrittweise Annäherung der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten eine harmonische Entwicklung des Wirtschaftslebens innerhalb der Gemeinschaft, eine beständige und ausgewogene Wirtschaftsausweitung, eine größere Stabilität, eine beschleunigte Hebung der Lebenshaltung und engere Beziehungen zwischen den Staaten zu fördern, die in dieser Gemeinschaft zusammengeschlossen sind. Ebenfalls im Jahre 1957 schlossen sich diese 6 Länder auch zur Europäischen Atomgemeinschaft zusammen, mit dem Ziel der friedlichen Nutzung der Atomenergie. 10 Jahre später erfolgte der Zusammenschluss der 3 Gemeinschaften zur Europäischen Gemeinschaft. Nach und nach wurde die EG ein solcher Wirtschaftsfaktor, dass sie auch für andere Länder attraktiv wurde. Am 01.01.1973 erfolgte der Beitritt Dänemarks, Großbritanniens und Irlands. 1978 folgte Griechenland, Anfang 1986 kamen Portugal und Spanien hinzu. Mit dem europäischen Integrationsprozess wurden und werden vor allem 4 Grundlagen verfolgt. Erstens die Sicherung des Friedens, zweitens die wirtschaftliche Einigung und damit die Verbesserung des Lebensstandards, drittens der soziale Zusammenhalt in der Gemeinschaft und viertens die politische Einigung. Die Sicherung des Friedens. Natürlich, was ist wichtiger als der Frieden, wenn man bedenkt, dass Europa auch eine Geschichte der Kriege ist. 100-jährige, 30-jährige, 7-jährige, die beiden Weltkriege haben ganze Städte, ganze Völker vernichtet. Wen wundert es da, dass der Wunsch nach Frieden das vorrangigste Ziel überhaupt darstellt? Viele Kriege sind auch vor allem aus ökonomischen Gründen entstanden. Der Kampf der Länder um wirtschaftliche Vorteile, um Rohstoffquellen, Verkehrswege und so weiter. Handelskriege und der Kampf um Marktanteile stören immer wieder den Frieden der Völker. Deshalb war die wirtschaftliche Einigung mit dem Wunsch, die Lebensverhältnisse der Bürger zu verbessern, ein zweites wichtiges Ziel der Europäischen Gemeinschaft. Gerade die wirtschaftliche Einigung wird als ein Instrument gesehen, das friedliche Zusammenleben der Völker in der EG zu unterstützen. Konflikte haben immer auch ihre Ursache in sozialen Unterschieden, in dem großen Auseinanderklaffen zwischen Arm und Reich. Die alleinige wirtschaftliche Stärkung reicht deshalb nicht aus, wenn nicht der soziale Frieden, der soziale Zusammenhalt gesichert und allen Bürgern ein menschenwürdiges Dasein ermöglicht wird. Die Weiterentwicklung eines demokratischen und einheitlichen Europas erfordert als Endziel eine politische Einigung, kurzum die Vereinigten Staaten von Europa, wie Winston Churchill dies schon 1946 in Zürich forderte. Wir müssen eine Art Vereinigte Staaten von Europa schaffen. Nur so können Hunderte von Millionen schwer arbeitende Menschen wieder die einfachen Freuden und Hoffnungen, die das Leben lebenswert machen, zurückgewinnen. Der erste Schritt bei der Neugründung der europäischen Familie muss eine Partnerschaft zwischen Deutschland und Frankreich sein. Die Zeit ist vielleicht knapp. Gegenwärtig haben wir eine Atempause. Die Geschütze schweigen. Der Kampf hat aufgehört, aber nicht die Gefahr. Wenn es uns gelingen soll, die Vereinigten Staaten von Europa, oder welchen Namen sie auch immer tragen mögen, zu errichten, dann müssen wir jetzt beginnen. Schauen wir uns die Europäische Gemeinschaft mit ihren gegenwärtig 12 Mitgliedstaaten an, dann sehen wir, dass diese auch jetzt schon zum Teil auf ihre nationale Souveränität verzichtet haben und Rechte auf die EG übertragen worden sind.
Es gibt mittlerweile eine relativ hochentwickelte Organisationsstruktur. Gehen wir auf Ihre wichtigsten Punkte etwas näher ein. Da haben wir erstens den Europäischen Rat. Zu ihm kommen die Staats- und Regierungschefs der 12 Mitgliedstaaten sowie der Präsident und ein weiteres Mitglied der Kommission zusammen. Sie legen die allgemeinen Leitlinien der europäischen Politik fest und treffen Grundsatzentscheidungen. Zweitens die EG-Kommission, bekanntlich mit Sitz in Brüssel. Sie ist ein überstaatliches Organ, in der die Mitglieder für jeweils 4 Jahre von den Regierungen der Einzelstaaten ernannt werden. Drittens der Ministerrat, der die von der EG-Kommission erarbeiteten Entwürfe berät. Dieser Ministerrat mit Tagungsorten in Brüssel und Luxemburg ist quasi das gesetzgebende Organ der Gemeinschaft. Viertens muss natürlich das Europäische Parlament erwähnt werden, das, wie Sie wissen, in Straßburg seinen Sitz hat. Seine Mitglieder werden in den einzelnen Ländern direkt gewählt. Fünftens haben wir den Europäischen Gerichtshof, der in Luxemburg tagt. Er hat für die Einhaltung und Durchsetzung des Gemeinschaftsrechts zu sorgen. Sechstens der Wirtschafts- und Sozialausschuss. Er berät sowohl die EG-Kommission als auch den Ministerrat. Nach wie vor liegt das Problem einiger Organe der Europäischen Gemeinschaft darin, dass sie mit zu geringen Kompetenzen ausgestattet sind. Es geht die Rede, wer demokratisch gewählt ist, hat nichts zu sagen in Europa. Wer etwas zu sagen hat, ist nicht demokratisch gewählt. 1990, als Professor Münch noch Europaabgeordneter war, mittlerweile ist er ja Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, befragten wir ihn, wie er die Stellung des Parlaments und die der EG-Kommission einschätzt. Also zweifelsohne ist die EG-Kommission das stärkere Organ der Gemeinschaft. Das Europäische Parlament ist nicht so schwach, wie viele Bürger vermuten und auch behaupten, weil durch die einheitliche europäische Akte, die am 1. Juli 1987 in Kraft getreten ist, die Befugnisse des Europäischen Parlaments nicht unerheblich erhöht worden sind. Wir sind eine Haushaltsbehörde neben dem Rat. Wir sind an der Rechtsetzung beteiligt, wenngleich längst nicht in dem Maße, wie wir uns das vorstellen. Wir sind mitbeteiligt bei der Ratifikation von internationalen Verträgen. Wir müssen in vielen Fragen konsultiert werden, durch die Kommission, durch den Rat. Und wir haben auch in allen Fragen, die die Vollendung des europäischen Binnenmarktes betreffen, mit einer qualifizierten, also absoluten Mehrheit von 260 Stimmen, wir sind 518 Abgeordnete, eine Mitbestimmungsmöglichkeit zur Verabschiedung von Richtlinien. Was müsste Ihrer Meinung eigentlich getan werden, um strukturell die Position des Europäischen Parlaments zu verbessern? Wir wollen erstens eigenständiges Gesetzgebungsorgan sein, neben dem Rat also so etwas wie eine zweite Kammer. Wir wollen zweitens in der Frage der Kontrolle über die Kommission wesentliche neue Befugnisse erhalten. Also unserer Auffassung nach geht es einfach nicht, dass der Kommissionspräsident und die Kommissare von den nationalen Regierungen bestimmt werden, was jetzt der Fall ist, sondern wir wollen den Kommissionspräsidenten bestimmen und wir wollen die Gesamtion, also die 17 Kommissare insgesamt, zum Vertrauensvotum abhängig machen in ihrem Amt. Sie werden ja immer auf 4 Jahre gewählt, die Kommissare. Wir wollen drittens vollberechtigt beteiligt sein bei der Ratifikation von internationalen Verträgen. Und wir wollen viertens, insbesondere wenn wir eine Europäische Union haben, eigenständiges Organ in der Bestimmung der Außen- und Sicherheitspolitik sein. Inzwischen ist Europa so attraktiv geworden, vor allem ökonomisch, dass immer mehr Staaten den Wunsch hegen und öffentlich bekunden, der Europäischen Gemeinschaft mit allen Konsequenzen beizutreten. Das ist für die weitere Integration Europas mit einer Fülle von Problemen behaftet. Zum einen ist es richtig, Europa ist größer als die bisherigen 12 Mitgliedstaaten. Kein vernünftiger Mensch würde bestreiten, dass Länder wie Österreich, Ungarn, Polen, die CSFR oder Norwegen und Schweden zu Europa gehören. Gilt dies aber auch für die Türkei? Am 14.04.1987 stellte die Türkei einen Antrag zum Beitritt in die EG. An diesem Beispiel lässt sich zeigen, wie die Entscheidungsprozesse in der EG ablaufen und wie diese Organe der EG zusammenwirken. Geregelt ist das Beitrittsverfahren in Artikel 237 des EWG-Vertrages. Die Türkei stellt einen Aufnahmeantrag beim Ministerrat der EG. Dieser erklärt, ob der Antrag überhaupt zulässig ist,
weil Artikel 237 bestimmt, dass nur ein europäischer Staat einen Aufnahmeantrag stellen kann. Der Ministerrat leitet den Antrag zur Anhörung an die EG-Kommission und bittet um eine Stellungnahme. Bei positiver Stellungnahme leitet jetzt der Ministerrat den Antrag an das Europäische Parlament weiter und ersucht um Zustimmung zum Aufnahmebegehren der Türkei. Wenn das Europäische Parlament zustimmt, teilt der Ministerrat der Türkei den Aufnahmebeschluss mit. Die Mitgliedstaaten der EG erteilen sodann der EG-Kommission den Auftrag zu Verhandlungen über ein Abkommen. Die EG-Kommission führt dann mit der Türkei die entsprechenden Verhandlungen und legt den Mitgliedstaaten einen Vertragsentwurf vor, der wiederum von den Mitgliedstaaten und der Türkei ratifiziert werden müsste. Das ist nun der formale Weg und im Falle der Türkei erweisen sich die Verhandlungen als sehr schwierig, weil bei einem Vergleich der bisherigen EG-Mitgliedsländer und der Türkei die politischen, sozialen, wirtschaftlichen und nicht zuletzt auch religiösen Unterschiede beachtlich sind und zu heftigen Kontroversen führen. Das ist auch der Grund, weshalb bisher keine politische Entscheidung gefallen ist. Aber die Türkei drängt nach wie vor auf einen Beitritt. Die EG hat bisher einem Antrag der Türkei auf Beitritt nicht zugestimmt. Wir fragten deutsche und türkische Bürger um ihre Meinung. Was halten Sie von einem Beitritt der Türkei zur Europäischen Gemeinschaft? Natürlich bin ich dafür, dass die Türkei in die EG reinkommt. Im Übrigen ist die Türkei auch in der NATO. Und ich finde, warum sollte sie nicht auch in die EG reinkommen? Stellen Sie sich vor, meine Eltern, die waren früher als billige Arbeitskraft hier. Und die haben jahrelang gearbeitet, geschuftet vor allem. Und ich finde, die haben auch ein Recht, wir Türken haben ein Recht, in die EG reinzukommen. Ja, ich halte das für sehr problematisch, denn die Türkei ist ja kein christliches Land, sie ist ja ein islamisches Land. Und von daher haben viele Türken oder ja fast alle Türken eine ganz andere Denkweise, eine andere Mentalität als die Europäer. Und wo vor allem viele Deutsche oder vor allem Deutsche Angst vor haben, ist, dass die Türken dann von der Freizügigkeit Gebrauch machen und eine große Anzahl von Türken in die europäischen Länder und vor allem nach Deutschland kommen. Und hier ist ja seit Beitritt der neuen Bundesländer das Problem der Arbeitslosigkeit schon erheblich gestärkt worden. Und das könnte natürlich durch eine große Anzahl von Türken, die nach Deutschland einreisen, noch sehr vergrößert werden. Das ist für die Zukunft das Richtige. Und wenn wir schon eine europäische Gemeinschaft wollen und ein Zusammenleben in Europa, dann gehört auch die Türkei dazu, klar. Ja, ich weiß nicht. Die Türken hier in Deutschland, vor allen Dingen die Jugend, die benehmen sich manchmal total daneben. Ne? Erstmal mit Einbrüchen und Diebstählen und alles. Ich als Türkin würde es eigentlich sehr begrüßen, wenn die Türkei der EG beitreten würde. Aber ich glaube, Europa fürchtet sich vor unserer Kultur. Denn Türkei wäre eigentlich sonst das einzigste Land, das eine fremde Kultur aufweisen würde und auch eine fremde Religion. Und ich glaube, das alleine wäre schon für die EG ein ganz, ganz triftiger Grund, die Türkei irgendwie doch nicht aufzunehmen. Obwohl ich es also, wie gesagt, sehr begrüßen würde. Ich halte gar nichts davon, weil die mir irgendwie ein bisschen so unsympathisch sind. Sie sind nicht europäisch genug, meine ich. Ich meine, die hören ja jetzt auch dazu, ne? Wir sind ja lange genug jetzt hier. Man sollte es mal versuchen. Ja, ich bin prinzipiell dafür, obwohl ich die Lage in der Türkei als sehr kritisch betrachte. Aber ich kann mir vorstellen, dass ein Beitritt in die EG auch die Lage dort stabilisieren könnte. Und ich finde es auch für uns interessant, weil wir uns ja auch als multikulturelle Gesellschaft betrachten. Und insofern könnte ich mir vorstellen, dass es auch für uns positive Auswirkungen haben könnte. Teils, teils. Ich bin nicht dafür. Ich bin aber nicht 100% dagegen. Also irgendwie bin ich nicht dafür. Mhm. Ich weiß nicht. Und warum? Warum nicht? Ja, wie soll ich Ihnen das erklären? Ich habe die ganzen Türken hier auf dem Haus. Also ich bin dafür, weil die meisten Politiker reden von einem europäischen Haus. Und wenn dieses europäische Haus fertig sein soll, sollte man nicht einzelne Zimmer zumauern. Allerdings glaube ich, dass in der Türkei noch demokratische Reformen stattfinden müssen. Aufgrund Kurdenproblem, Armenierproblem. Vereinzelt Folterungen und solchen Sachen. Die Interviews mit den deutschen und türkischen Bürgern zeigen nochmal ganz deutlich, wie kontrovers die Erweiterung von den Bürgern gesehen wird. Kein Wunder, dass sich dies auch bei unseren beiden Kontrahenten zeigt. So gut wie der europäische Einigungsprozess auch vorangekommen ist, wie die erfolgreichen Beitritte von Spanien, Portugal und Griechenland es zeigen, aber jetzt auch noch die Türkei
Das ist finanziell und organisatorisch nicht zu verkraften. Aber gibt es denn überhaupt Argumente gegen einen Beitritt der Türkei? Schließlich ist sie doch schon seit 1964 ein assoziiertes Mitglied. Das Entwicklungs- und Wohlstandsniveau der Türkei liegt weit unter dem Durchschnitt der EG-Staaten. Ja, schon richtig, aber die Türkei verfügt über ein großes wirtschaftliches Potenzial. Und seit 1980 hat sie große Anstrengungen unternommen, dieses Potenzial im Rahmen einer liberalen Wirtschaftspolitik noch zu erhöhen. Die Industrie ist besser strukturiert als zum Beispiel die Griechenlands und Portugals. Wird die Türkei Vollmitglied, dann drängt aufgrund der zu gewährleistenden Freizügigkeit zusätzlich ein Millionenheer türkischer Arbeitnehmer auf unseren Arbeitsmarkt. Das wird die eh schon bestehenden Spannungen zwischen den Deutschen und den Türken noch erhöhen und die Ausländerfeindlichkeit weiter schüren. Ich denke, Europa soll eine multikulturelle Gesellschaft werden, nicht? Das ist richtig. Aber die Politisierung des Islam ist doch angsterregend. Und es stellt sich die Frage, inwieweit das türkische Volk mit 99% Moslems überhaupt zum europäischen Kulturkreis mit christlicher Tradition gezählt werden kann. Werden sich die türkischen Bürger überhaupt den europäischen Normen und Wertvorstellungen anpassen wollen? Also ich habe da meine Zweifel. Nach meiner Ansicht handelt es sich bei der EG nicht um eine Religionsgemeinschaft. Letztendlich basiert die EG doch auf einer Regierungsform, durch die Demokratie und Menschenrechte respektiert und eine liberale Wirtschaftspolitik gewährleistet werden sollen. Genau das ist der Punkt. Im Islam sind Staat und Religion nicht voneinander zu trennen. Und das Demokratieverständnis der bisherigen türkischen Regierung entspricht nicht den europäischen Wert- und Normenvorstellungen. Und hinzu kommt, dass der Konflikt zwischen Griechenland und der Türkei die EG zusätzlich belasten würde. Wenn ich schon an eine Erweiterung Europas denke, müssten aus meiner Sicht die Staaten Mitteleuropas wie Österreich, Ungarn, Polen und die CSFR Vortritt haben. Ah, sieh einmal an. Aber als es darum ging, in den Zeiten des Kalten Krieges die Südostflanke militärisch gegen die kommunistischen Staaten zu sichern, da waren türkische Soldaten gute Freunde der EG und der NATO, nicht? Wer gemeinsame Sicherheitsinteressen hat, muss sich deshalb noch lange nicht wirtschaftlich, politisch und kulturell zusammenschließen. Die Erweiterung der EG ist...